Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, nach längerer Zeit mal wieder regulären Videos, ne? Nachdem es die letzte Zeit ja eigentlich nur Livestreams gab. Aber ja, es baut eigentlich darauf auf, denn, naja, ihr wisst das, ne? Ich bin ja gerade dabei, das Spiel Steel Ranger von Zytronic zu testen und ich hatte da schon angefangen im 13. Livestream. Also falls euch das interessieren sollte, wie weit wir da quasi gekommen sind, ne, solltet ihr euch quasi den 13. Livestream näher anschauen. Und dann seid ihr quasi auf dem Stand, wo dieses Video, ne, jetzt hier startet gleich. Ja. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, ob ich dieses Spiel durchspielen werde, wie weit ich überhaupt komme und so weiter. Ne, so vom Prinzip her. Deswegen hatte ich anfangs natürlich nur immer so ein paar Passagen rausgepickt, die ich dachte, die sind vielleicht ja interessant. Ne? Ich wollte ein kleines Video machen, dass da jetzt natürlich so ein mega langes Video draus geworden ist, ne, konnte ich natürlich nicht ahnen. Ich hatte nachher Material von circa 5,5 Stunden ne? Und ihr wisst das oder könnt euch das schon vorstellen, ich habe das Spiel natürlich geknackt und werde euch das dann quasi jetzt in diesem Video ab dem Punkt, ne, wo wir im Livestream sozusagen aufgehört haben, ne, anknüpfen, zeigen. Ne? Natürlich jetzt auch nicht alles, ich habe viele Passagen ja, zusammengeschrumpft, ne? So vom Prinzip, also schneller laufen lassen. Ich habe einige Todessequenzen, ne? Ich bin ja auch ein paar Mal quasi gestorben, herausgeschnitten, ne? Um halt ein bisschen zu komprimieren. Ihr seht das, ich kratze jetzt quasi an fast 3 Stunden, ne? Mit diesem Video hier und das sind ja schon Livestream-Zeiten sozusagen, ne? Laufzeiten, ne? Ihr wisst das, ne? Also bislang quasi mein längstes Solo-Video ja, hier zu sehen jetzt. Ne? Und ja, wünsche ich euch viel Spaß mit. Ne? Und ja, dann sieht man sich später zu irgendwas anderem wieder hier in meinem Kanal. Ne? Viel Spaß und bis dahin. Ciao, ciao. Ihr habt das mitbekommen, wahrscheinlich im Livestream. Ne? Bin ich ja quasi in so einem, ja, so eine Art Rundgang quasi festgehangen und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und naja, jetzt habe ich quasi nochmal alle Bereiche abgesucht und an diesem Bereich, ja, sehe ich, dass hier eine Unterhaltung stattfindet. Und dann habe ich direkt gedacht, komm, das nimmst du direkt mal mit auf, vielleicht geht es ja weiter jetzt. Und mal schauen, was sich hier tut jetzt. Weil mir fehlt immer noch irgendwie so ein Pass für eine bestimmte Tür. Vielleicht kann ich mich hier reinrollen oder sowas. Aber hier waren wir auch schon, glaube ich. Ja, hier waren wir schon. Da liegt ein Part rum, habe ich damals vergessen. Eieieiei. Also, wenn er soll, ne? Wenn er sich bücken soll, hier zu diesem Rad quasi mutieren soll. Und jetzt hängt er hier komplett fest. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Nee, doch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Schnell da raus. Ja, was kann ich euch noch berichten, was ich mittlerweile rausgefunden habe? Also erstmal mit diesem Doppelklick. Ne? Das funktioniert aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Und zwar zur Waffenwahl. Ihr wisst, wenn ich jetzt hier doppelklick, dann verändert sich hier unten, ne, für ganz kurze Zeit diese Auswahlpfeile bei den Waffen. Ne, beim Doppelklick. Um jetzt damit auch ja, wählen zu können, eine andere Waffe, muss ich doppelt klicken und danach lange auf dem Feuerknopf bleiben. Ich mache das mal vor. Und jetzt kann ich hier meine Waffe wählen, auch mit dem Joystick. Ne? Das ist ein bisschen tricky. Ne? Eigentlich hätte man ja erwartet, doppelt klicken, dann ist dieses Ding rot und dann kann man lenken. Nein, man muss auf dem Feuerknopf stehen bleiben. Was gibt's noch? Ich habe die Karte entdeckt. Und zwar Runstop. Moment, jetzt habe ich hier ein kleines technisches Problem, aber jetzt, das ist jetzt quasi das Pausenmenü und die Karte und so weiter. Na, man kann hier diverse Dinge anschauen, wie den Status, eigentlich nichts anderes als was man gerade für Waffen hat und in welchem Zustand die sind, also von der Munitionierung sozusagen. Man kann auch hier speichern. Ne? Wir haben ja auch die Speicherfunktion im Stream gesucht. Ne? Die ist ja quasi erst dann erschienen, wenn man den Löffel abgegeben hat bei den Continues. Hier kann man natürlich direkt
ja, das Anstoßen, ne? Obwohl ein bisschen komisch, weil der danach quasi das Spiel beendet. Ne? Wenn man jetzt zwischendurch einfach mal kurz speichern will, um weiterzuspielen, muss man immer den Umweg über die über das Hauptmenü gehen. Ne? Also man kommt wieder zum Titelscreen zurück und muss dann das Ding wieder einladen. Ein bisschen umständlich. Hier diese Pan-Geschichte, ja, das ist eigentlich dafür da, um hier diese Karte in alle möglichen Richtungen zu scrollen, also scheint sich ja noch einiges zu tun. Das X sind wir, ne, ganz klar. Aber ja, ich nehme an, diese Farben, die es da zu sehen gibt, das sind verschiedene Abschnitte. Ne? Also dass diese Räume zu einem bestimmten Abschnitt gehören und die sind dann halt in einer bestimmten Farbe dargestellt. Ansonsten muss ich sagen, sieht man hier gar nichts. Ich bin extra hier zu diesem Braun gegangen, weil ich dachte, ich hätte das irgendwie übersehen oder so, dass sich das dann quasi auch in irgendeiner bestimmten Farbe einfärbt. Aber das ist nicht so, das scheint einfach nur ein Stilmittel zu sein. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir gar nicht sehen können. Also klar, vom Prinzip nehme ich an, tauchen die besuchten Räume erst dann auf, wenn man sie wirklich auch also besucht hat. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also jetzt nicht, dass ein ganzer Abschnitt mit all seinen Räumen da erscheint, sondern wirklich erst, wenn man diesen Raum betritt, wird der dieser Karte hinzugefügt. Aber, tja, man sieht hier überhaupt nichts. Ne? Also vom Prinzip weiß ich, dass man irgendwas übersehen hätte zum Beispiel. Oder vielleicht irgendwo, wo die Terminals sind, ne? Um sich da einzuloggen. Oder irgendwelche Kammern mit Waffen, Upgrades, Shops, Energieaufladung und so weiter, die Sachen fehlen auch komplett. Das heißt, man sieht jetzt zwar hier die Räume, aber weiß nicht, was sich darin befindet. Ne? Also weiß ich jetzt noch nicht so. Also mir hat es jetzt bislang noch nicht viel geholfen, weil ich suche ja immer noch diesen komischen Schlüssel. Gehen wir mal wieder raus hier. Und weiß nicht, wie ich den ja, zutage fördern soll. Weil ich einfach nicht mehr erkenne, wo ich schon gewesen bin und wo nicht. Ne? Also nach wie vor eigentlich dasselbe Problem. Na gut, Alpha, da waren wir ja auch schon, nehme ich mal an. Da kommen wir wieder raus. Ja. So ihr Lieben, ich habe jetzt hier einen weiteren Geheimgang entdeckt, ne? Den man quasi nur im Kreiselzustand ja, aufsprengen kann. Ne? Da kann man dann hier rein, rollen. Ne? Hier unten war noch ein Gegner, den muss ich erst platt machen, bevor ich die Aufnahme starten konnte. Wäre ich wahrscheinlich weg gewesen. Ne? Ja, versuchen wir das hier unten. Power brauche ich nicht. Ist die Frage, wie kommt der Hacker dran? Ne? Der scheint da nicht mehr hochzugehen. Um hochzuklettern. Ach, ich weiß nicht. Jetzt ist er nicht gesprungen. Das war wahrscheinlich zu spät. Wieder nicht gesprungen, ne? Wenn man quasi auf den letzten Drücker springen will. Tja, dann springt er wieder nicht. Naja, okay, so viel von diesem Teil. Ich suche weiter. So, jetzt bin ich mal wieder zurückgelatscht ins Raumschiff. Das hatte ich natürlich vollkommen außer Acht gelassen. Na, mal schauen, was sich hier tut. Zumindest gibt es neue Gespräche. Okay, die rasen mal die Bude hier ab. Ne? Ja, und das war's, ne? Schade, schade. Naja, ein paar Sachen haben wir jetzt einsammeln können. Aber wie es weitergeht, keine Ahnung, ihr Lieben. Also, die Suche geht weiter. Ne? So, Freunde.
Tja, so wie es aussieht, scheine ich das jetzt doch gefunden zu haben, nachdem ich hier alles nochmal abgesucht habe. Und habe direkt dann schon mal hier wieder angemacht, ne? Und nehme das Ganze mal mit auf. Falls ihr euch fragt, an welcher Stelle das sein soll, ich kann mal ein Stück zurückgehen. Und da seht ihr schon, hier hängt eine Kette. Nochmal ein Leute zurück. Ist auf jeden Fall in diesem letzteren Bereich. Ich weiß auch nicht, warum wir da letztens nicht hingekommen sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es neu aus. Gucken wir mal, was sich hier überhaupt hier so zeigt. Aufzufahren war ich immer so. Weiß ich nicht. Vielleicht waren wir hier auch schon. Bin mir ja schon gar nicht mehr sicher. Dann werden wir es überprüfen. Sieht ja alles ähnlich aus. Ne? Aber ich meine, das ist neu. Hier waren wir noch nicht. Eine Kammer, wo drei Sachen gleichzeitig zum Aufrüsten aufgetaucht sind. Bislang noch nicht gehabt. Ja. Okay. Ich probiere mal hier rein. Gucken wir, was hier hingeht. Eigentlich nur eins zurück, ne? Okay. War natürlich blöd. Ja, die pixelgenauen Sprünge. Eieiei. War hier oben sonst noch was? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, nach rechts, ne? Guck mal, nach rechts noch ist. Ne, höher. Eins höher wenigstens. Aber hier zwei Dinge gleichzeitig. Ich habe ein bisschen ordentlich gehört. Toll, hier ist gar nichts mehr. Wahrscheinlich. Also gehen wir erstmal runter. Durch die Beta-Tür. So, mal schauen. Oh, ein neuer Gegner. Nein, hier sind wir definitiv noch nie gewesen. Die kommen sogar hinterher. Wunderbar. Ich brauche erstmal Energie. Und da heißt es erstmal abwarten. Ne? So, ich würde mal sagen, wir wechseln mal auf gestärkte Waffe. So, wo sind die Viecher? Oh, die Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das weiß ich bis heute noch nicht, was das ist. Das lässt sich nämlich nicht einsammeln. Wahrscheinlich braucht man da eine bestimmte Waffe für, die wir noch nicht haben. Wir können gleich auch mal schauen, wie die Map-Situation aussieht.
wenn ich denn an meine Map käme. Ja. Jetzt zweifelsfrei ein Stück weiter. Die Schüsse da geblockt worden sind an dieser Stelle. So, und jetzt haben wir natürlich wieder. Oh, ich wollte nämlich schon sagen, jetzt haben wir das Problem, wir haben ja gar keinen Y-Pass. Ja, jetzt kommt ein Zwischengegner. Wunderbar. Ja, obwohl das so ein großes Ding sein wahrscheinlich, ne? Hallo? Okay, andere Strategie. Von wegen. Naja, nur mal ein paar Treffer landen. Ja, wie man natürlich jetzt hier bewerkstelligen soll, weiß ich nicht. Also Waffen wechseln zum Beispiel. Ah, die Steuerung, ahaha. Die Steuerung, Mann. Also jetzt hier im Eifer des Gefechts Waffen zu wechseln, weiß ich nicht. Doppelklick. Lange festhalten. Und da unten irgendwas auswählen. Kommt nicht so gut. Okay, man könnte jetzt über die Tastatur zu einer anderen Waffe gehen. Aber naja, okay, wir haben die Sau erledigt. Eieieiei. Tja, ich nehme an, dass man jetzt hier runterspringt. Wir haben ja immer noch den Pass noch nicht. Raus, aber bevor wir das machen, müssen wir den Rest erkunden, falls wir überhaupt bis da kommen. So, ich glaube, hier kann man eine Mine legen. Pixel genau springen könnte, ne? Scheiße, der macht was er will, ne? Also manchmal ist die Steuerung echt Katastrophe. Also mich hätte das nicht gewundert, wenn der jetzt nach oben da mit dem Kopf anschlägt, ne? Und der Sprung deswegen auch wieder nicht geguckt wäre. Aber es sieht gut aus. Fahr hier wieder runter. Wir wissen, wie ich hier bin. Oh, eine neue Waffe. Das wollen wir uns direkt mal angucken. Jetzt mache ich einen Doppelklick. Lalalala. Wahrscheinlich ist das
Der Flammenwerfer, okay. Eieieiei. Den kriegt man wahrscheinlich echt nur mit dem Flammenwerfer hin, ne? Hallo, Waffe. Eieiei, wir tasten uns langsam vor. Dieses Wechseln ist so wunderbar. Was? Also Treppe da runter. Natürlich kommt da wieder so ein Ding. Bestimmt auch noch einer, sonst hat es keinen Sinn, dass da so ein Fass steht. Und da auch. Na komm, wo bist du denn? Die haben mich tatsächlich festgefahren. Das ist auch gut hier. Ich wollte schon sagen, was macht er bloß, wenn er keinen Sprit mehr für dieses Rad hat? Ist ja jetzt ein Witz, oder? Das ist ja wieder der Weg zurück. Katastrophe. Ich war froh, so weit gekommen zu sein. Kann ich gucken, dass ich da wieder hinkomme. Y-Tür. Und ich habe keinen Pass, ne? Richtig? Was für ein Scheiß! Jetzt fragt mich, wie ich da wieder hinkomme. Erstmal wieder raus irgendwie, ne? Toll. Was für eine gemeine Scheiße hier wieder abgeht. Ihr Lieben, bevor ich mich jetzt hier rege. Ich zock mal weiter und wenn sich was tut, dann schalte ich euch gleich wieder zu, ne? Ja, ihr Lieben, irgendwie habe ich einen neuen Abschnitt erreicht, ne? Und deswegen klinge ich euch wieder mit ein. Ein Aufzug. So, jetzt muss ich erstmal wieder hier die Karte aufrufen.
geht hier runter. Nach rechts. Wo geht's nach rechts? Das ist ja richtig unfair, ne? Hier mit diesen Viechern, die direkt hinter so einer Tür auf einen warten und einen platt machen. Den Aufzug nehme ich gleich. Ich wollte erstmal schauen, was hier noch mehr. Und da klingelt's. Ihr Lieben, ich muss zur Tür. So, dann bin ich wieder. Jetzt muss ich erstmal schauen, was ich in Joypad wieder ans Laufen kriege. Jetzt mal schauen, von wo ich gekommen bin. Ich frage, da oben ist auch wieder hier so ein Ding mit zum Wegspringen. Keine Ahnung, wie man da dran kommt. Da, jetzt bin ich schon wieder durch irgendwas gefallen, wo überhaupt kein Loch ist. Da, schon wieder. Also diese Ansatzpunkte, ne, wo diese Elemente ineinander ja, verhakt sind oder aufgebaut sind, ne. Da, seht ihr das? Das darf natürlich nicht sein, sowas, ne. Dass man hier so durchfällt, ne? Dass man hier über eine Treppe springen muss, um die Treppe zu benutzen. Finde ich nicht so gut. So. Eieiei. War mir schon vorher klar, dass da wieder so ein neues Vieh kommt. So. Hier kann man drauf. Ja, da würde man drauf kommen. Ihr habt das gesehen, wenn man nicht wegspringen würde automatisch. Ne? Also das mit dem Springen, das ist. Ah, Mann, 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 Mann. Weil der da irgendwie. Nein. Also springen ist lalala. Ne? Ihr seht das. Mal klappt's nicht. Dann springt er zu weit. Dann springt er zu kurz. Dann rutscht er ab. Dann. Naja, jetzt haben wir es doch geschafft. Also. Mit viel Fummelei schafft man es natürlich. Aber ist natürlich jetzt nicht so, dass man sagt, das muss zum Spiel gehören. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Ne? So, was gibt es denn hier? Ist eigentlich auch nur wieder ein Upgrade. Power Ring. Ja, glaube ich mir nichts von, mehr brauche ich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht. Klar, okay, hier ist mit dem Flammenwerfer, denke ich mal, die beste Waffe in diesem Abschnitt, ne? Aber ansonsten, dann können wir es so durch. Weil jetzt aber kein Flammenwerfer mehr. Da oben das Ding kriege ich wahrscheinlich auch nicht. Also damit kriegt man nicht. Probiert mal mit dem Laser. Katastrophe. Und noch so ein Ding. Na, wenigstens kann man mit dem Laser wieder schief schießen. Und die Dinger trotzdem ausschalten. Das hat doch schon mal was. Ah, kommt der doch und schießt. Wahrscheinlich lauert hier noch so einer irgendwo. Ja, mal eins zurück.
Wahrscheinlich wartet jetzt wieder irgend so ein Vieh genau am Anfang. Gar nicht. Aber der Aufzug. Das freut mich ja, das interessiert mich ja. Wo geht's hier hin? Tja, nach links wahrscheinlich nicht, weil wir keinen Pass haben. Also nach rechts. High Jump. For maximum jump high, press and hold up until starting to fire. Press and hold up. Aha, okay. Ich wollte ne, schon sagen, das ist so einer von uns. Was für eine Tür hat just geopend. Wo kommt der Typ überhaupt her? Ich denke, der ist schwer verletzt, ne, im Raumschiff, wo wir liegen. Ja, weiß ich, keine Ahnung. Ich wusste noch nicht, wo der High Jump jetzt vonnöten ist. Wahrscheinlich beginnt jetzt schon wieder so eine Art wir suchen uns bekloppt Aktion. Vielleicht hier. Wahrscheinlich müssen wir da auch hin. Oder? Wir probieren es hier mal. Aber es scheint mir nur ein Bonus zu sein. Hier. Jetzt wissen wir, wo der hingeht. Ja, oder auch nicht, weil jetzt kommen wir hier natürlich nie mehr durch. Was natürlich jetzt wieder bedeutet, ich kann den ganzen Level zurückrennen, wie ich an diese Stelle angekommen bin. Ja, ihr Lieben, ich pausiere wieder, ne? Bis gleich. So, und dann sind wir wieder zurück. Tja, ich habe irgendwas ausgelöst hier. Anscheinend ein unautorisierter Terminal-Login. Wieso setzt du dich da hin, du Spinner, ey? Darf das wahr sein? Ah, das ist Bounce. Okay, das war immer voll, deswegen. Ich warte erst mal ab, ne, energiemäßig. Keine Ahnung, warum der sich ja hingesetzt hat. Ich habe eigentlich nach links gelenkt, ne? Der sollte sich da verdrücken, ne?
Eieiei, natürlich. Ich kapiere das nicht. Wieso hat er jetzt wieder die normalen Schüsse? Das habe ich ja gar nicht ausgewählt. Tja, Energie ist das Wichtigste, ne? Ich warte erstmal wieder ab. So. Ja, wunderbar, schießt nach oben in die Luft, wenn nichts ist. Jetzt hier kein Alpha-Pass oder mehr Y-Pass oder was, ne? Fertig wird. Leute, weiß ich auch nicht. Eieiei. Das darf die dann auch zu holen. Schade. Na gut. Wechseln wir die Knarre. Da ist er. Der Gamma-Pass war das. Das war der Gamma-Pass. Ne? Der Gamma-Pass war das. Okay, zumindest haben wir das Scheißding jetzt. Hier ist ein. Jawohl. Hallo, 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 stopp! Jetzt sind wir wieder im alten Bereich, aber wo waren die Scheiß da noch drin? War das hier oder? Ich bin schon ziemlich weit unten. Das ist auch der Bereich, wo wir schon gewesen sind. Ja? Ja, nicht gewesen. Bohrfahrzeuge. Kenne ich gar nicht. Aber da gab es schon mal so eine ähnliche Situation. Und deswegen dachte ich, das ist die dieselbe. Natürlich die Frage. Aber wir kommen hoch. Jeder Mist wird zur Tortur hier, ey. Jeder Sprung titscht hier durch alle Ecken, ey. Das hab ich nicht gewusst. Super.
Hier ist natürlich auch wieder weg. Schön. Ach, da kommt noch einer. Du sollst dich nur bücken, ey. Ja, die Frage ist, gibt es da unten noch was? Bevor wir hier rausgehen. So, ihr Lieben, keine Ahnung, wo ich jetzt gerade hier bin. Ne, ich bin jetzt in unseren Raum reingelatscht. Da steht irgendein Typ. Guck mal, der hier. Nein, ja, von unten rein. Na gut. Da unten hier das raus. Und dann da irgendwo hin. Und das ist ja da, oder? Keine Ahnung, links oder rechts, wir gehen rechts hin. Nein! Bleib da stehen, ey! Unglaubliche Sachen spielen sich ab. Das war alles jetzt nur hier für diesen scheiß Shop, oder was? Super. Ich kaufe trotzdem nichts. Weiter, was soll ich jetzt hier sagen? Der ganze Abschnitt von nix. Thank you.
Ja, keine Ahnung, bevor wir noch runtergehen, gucken wir erstmal links. Hier ist auf jeden Fall ein Aufzug. Grenades, das neue Grenades. Ich bin gerade irgendwo eingesammelt, ohne zu wissen. So, ist die Frage, war ich schon lernen? Jetzt wollen wir direkt feststellen. Ich gehe mal eins zurück. Das war dieser Bereich, wo wir eben reingekommen sind. Da gibt es noch wieder irgendwas Neues, haben wir auch noch nichts. Dann sagen wir ja. Ja, hier sieht schon so aus, ob es in Richtung Mine geht. Ui! Guck dir, das ist ja unglaublich ist das ja. Der fährt halt weiß ich wohin, über Gleise und über Schwellen und irgendwelche Stopper. Hauptsache uns drauf, toll. Und der steht da immer noch, was soll man dazu sagen? Unglaubliche Sachen tun sich ab. Ich werde glaube ich mal als Rad notieren. Problem ist nur, brauchen wir das Ding hier vielleicht? Wie mache ich das? Oder wenn wir die neuen Grenades aus. Ich probiere mal die Granaten aus. Aber anscheinend ist es falsch. Mistvieh. Okay, hier geht's nicht weiter, ihr Lieben. Dann muss es ja schon zwangsläufig hier weitergehen. Eieieiei. Oh, das war scheiße. Jetzt sind die Locken hier. Was für eine katastrophale Steuerung. Sollte er natürlich auch nicht machen, aber er macht es einfach, ne?
Tja, ein einsames Power-Up liegt da rum. Warum nur? Aha, warum? So, habe ich dann wieder Grenades. Wieso ist die Tür zu? Katastrophe. Da kam doch noch so ein blödes Ding hier angeflogen. Ja, gibt's doch gar nicht. Okay. Aber wahrscheinlich reichen unsere Granaten gar nicht mehr aus. Jetzt geht's auf. Scheiße. Darf kein Gegner mehr sein, oder? Eieiei. Auf jeden Fall wieder ein neuer Abschnitt. Natürlich jetzt schon so eine ernst gemeinte Warnung, ne? Dass man jetzt hier wahrscheinlich nicht weiterkommt ohne ausreichend Munition. Aber wir probieren unser Glück. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Eieiei, jetzt wird aber alles aufgefahren, wahrscheinlich, was das Spiel so hergibt. Geht's hier raus? Ah, was ist das? Was soll das? Was war denn hier für Eier von der Decke? Und was ist das? Natürlich, das sind Pilze oder so. Wer weiß. Der scheiß Viecher. Lass mal Energie tanken, Leute, das ist nervenzerfetzend. So. Dieser Scheißpilz. Ich glaube, der Flammenwerfer ist hier auf jeden Fall das bevorzugte Gerät. Eine Spinne, die einen Flammenwerfer besitzt. Haben wir auch noch nicht gehabt. Die Viecher haben alle Flammen.
Das ist unglaublich. Ja, wo ist es? Ne? Gemäß der Schwerkraft müsste es eigentlich runterfallen. Da oben pitcht er mal gegen. Hei, Pixel genau, natürlich wie alles. Sehr schön. Oh, jetzt habe ich Missiles, unglaublich, Raketen. Die werden wahrscheinlich auch bitter nötig sein, diese scheiß Raketen. Also im Laufen kann man die Waffe nicht wechseln. Wir haben mal ausprobiert. Tut's nicht. Ah, die schießen selbst in Raketen. Toll. Natürlich die Frage, wie ist das gedacht? Wird überhaupt irgendwie gedacht? Natürlich ist es irgendwie gedacht. Aber nicht so, wie man sich das selber denkt, denn jetzt wird's lustig. Der bleibt da nicht stehen, ne? Wenn der auf dem Sprung im Lauf ist, rutscht der wie bekloppt durch die Gegend. Ne? Eieieiei. Aber jetzt? Wie soll es jetzt weitergehen, Eli? Er findet ja keinen stable Spot hier. Scheiße, er schießt mit Granaten.
super, super knapp. Ich finde auch noch nicht die richtige Strategie zu ein, zu den Viechern. Ja, genau. Wir haben natürlich überhaupt keine Munition mehr von irgendwas. Ah. Zum Kotzen. Toll. Ha! Das ist ja wunderbar. Ja, was nützt mir das? Nein! Mach dieses beschissene Rad! So, erstmal Pause. Erstmal Pause, weil mit dem Energievorrat komme ich ins kleine Meter weiter. Haben sich die Viecher selbst zerlegt, oder? Ei, ei, ei. Wieso hat er schon wieder diesen... Ich dachte, ich hätte... Was ist das? Jetzt Sackgasse.
kann ich schon fast gar nicht hören. Rad machen, mach dein scheiß Rad. Tja, ich mühe mich hier ab, ihr seht das. Aber er macht das nicht so, wie ich das will. Ach, scheint eine Sackgasse zu sein. Überall diese Pilze, alle paar Sekunden. Thank you.
das wird jetzt noch darunter zu fahren. Leute, Leute. Eieiei, von wem? Ja, schieß! Das ist schön, eine Rakete und dieser Spinne ist voll da. Das sieht mir irgendwie nach großem Kampf aus, ne? Tja, das war's mit Waffen. Was will dieser scheiß Pilz hier? Ey, weg mit dir, du Mistpilz! Jetzt wenigstens Energie wäre noch. Jetzt? Ich bin nichts dafür, was ist das denn? Better stay alive, würde das wahrscheinlich heißen. Tja, was gäbe ich jetzt dafür für einen Shop? Ne? Also jetzt würde ich tatsächlich bei einem Shop einkaufen. Stealth Field aktiv. Tja, wir fahren mal hoch. Vielleicht, wenn das so aufgebaut ist wie die anderen Stationen, müssten ja hier irgendwelche Sachen sein.
ziemlich komplex, das ganze Ding. Virtuelle Welt. Okay, da ist die virtuelle Welt jetzt zu Ende. Tja, lieber erstmal abwarten, bis die Energie wieder ein bisschen höher ist. Das ist mir sonst so riskant. Da wird er nicht einfacher, ne? Ihr wisst das, ne? Das kann nur noch schlimmer werden. Okay, hier ist nichts mehr. Auf der Seite. Die Scheiße, ich hab falschen Knopf. Den falschen Knopf gedrückt. Beziehungsweise. Ihr wisst schon hier, wie das ist, ne? Mit der Schießaktion. Da tut's ja auch nur wieder in einem bestimmten Weg. Muss man länger drauf drücken und so Sachen. Tja, Energie auffüllen erstmal. Aber der hat mir richtig gefehlt jetzt hier. Und das andere. Ein schönes Ding. Okay, da geht's nicht mehr weiter. Da kann irgendwo hier was kommen. Oder unser Tod. Ne? Scheiß Energie war natürlich nicht voll.
Dennoch dachte ich mal, bis ein bisschen mehr Power da ist. Oha, was auch immer das war, ich habe das auf jeden Fall geschafft. Ich schaue mir überall runterfliegen. Hallo. Du bist die Fische hinter dir. Nee. Hier nicht weiter. Flight Ability, also die haben wir ja auch noch nicht. Die Flugfähigkeit. Sie fragt mich hier links zurück. Ja, ist so. Was anderes. Komisch, wieso habe ich dann hier so viele Terminals oder was das ist? Ah, hier kann man auch kaufen, das ist schön. Ja, wollen wir mal sehen. Ich habe ja jetzt mittlerweile genug Zeus. Ich glaube, ich fülle mal die Kiste komplett auf hier. Ne? Tja. Keine Ahnung, was das alles für Geschichten sind. Tech Analyzer, Wheel Fuel Use, Wheel Touch Damage, Armor Strength, Power Regen. Da klingt der immer gut, ne? Power Regen, Weapon Damage, Weapon Armor Use. Keine Ahnung. Ich kaufe mal eins, nur so zum Spaß. Ne? Ich weiß noch nicht, wofür es gut sein soll. Okay, die verschwinden dann auch.
Nummer 1, ja, ne? Den Powerregen, ne? Da bist du ja drauf abgesehen, ne? Schauen wir, was das ist. Oh, Jetpack. Hold up by falling to activate. Ja gut, jetzt dann auf jeden Fall fliegen. Jetzt nur die Frage, wie komme ich aus dem Komplex hier raus? Ich glaube, dieser eine Typ, wenn ich ihn dann finde, oder hier, das können wir auch mal probieren. Wusste ich nicht, keine Ahnung, eben war das noch zu an der Stelle. Na gut, den knall ich jetzt aber nicht ab. Tja, noch keine Ahnung, wo ich hier bin, aber bitte. Eieiei. Was ist das? Overheat.
Was heißt das, Overheat? Ach, in der Bude ist es zu heiß hier drin, oder was? Also geht's hier nicht weiter? Overheat, ne? Da brauchst du bestimmt noch eine Kühlung für die Kiste. Aha, Heal Shielding required. Das ist schön. Wo krieg ich das her? Ah, das habe ich schon voll, ja. Genau. So, wenn es drauf ankommt, ne, wenn man hier die Kontrolle behalten muss, weil irgendwas ist, ne, dann spielt das Ding verrückt und macht, was es will. Tja, da wollen wir es direkt mal wieder auffüllen. Der Rest sollte ja okay sein.
Scheiße. Need Pass. Hier geht's gar nicht weiter. So ihr Lieben, wir haben natürlich wieder eine kleine Unterbrechung, ne? Klingelei und Geschrei und naja, ich bin ein Stück weiter gekommen und bin jetzt an dem nächsten Zwischengegner und da habe ich mir gedacht, ich mache wieder mal meine Aufnahme an und nehme euch ein Stück mit. Erstmal schauen, dass ich hier eine andere Waffe einbaue. Ja mal leise. Oh, der spuckt diese kleinen Mistviecher aus. Ah, fantastisch. Fantastisch. Jetzt muss ich überlegen. Wie? Wie könnte man... Eieieiei. Delta Pass habe ich jetzt. Okay, das klingt, das muss ich zurück in die Station. Ja, dann muss ich wieder ein Stück zurück. Eieiei, so ihr Lieben, weiter geht's. Ich habe die besagte Tür gefunden. Nach einigen Suchen, ne? Stundenlang suchen, ihr Lieben, stundenlang. Jetzt bin ich aber schon mal selber sehr gespannt. Eben schon mal wieder alles aufgeladen, weiß ich nicht. Hoch oder runter, nur hier. Wie geht's hier lang? Oh. Ach, eine neue Waffe. Auch nicht schlecht.
Ja, weiß ich nicht. Geh erstmal runter, oder? Sieht ja wie ein Waffenlager aus. Ja. Was für? Ja, aber ansonsten ist hier nichts, ne? Nö. Na oben. Oha. Ja, natürlich. Der fehlt mir auch noch was anderes. So, bevor ich mir das angucke, erstmal rechts gucken, was da ist. Ja, weiß ich nicht. Wir grasen erstmal hier das ab. Aber ich hätte gerne eine andere Waffe. Haha, jetzt kommt er da nicht mehr dran. Doch, kommt er da. Ja, weiß ich alles noch nicht, wo ich lang gehe. Ja, da trifft er ja auf den Aufzug von dem. Bin ich da noch runtergefallen. Ja, sammle mir die Energie ein. Scheiße, zu spät. Tja. Schon etwa.
technischen Streifen überprüfen, ich weiß es nicht. Ob der Tisch im Laden ist. Was ist das mit dem, mit der Rolle? Ja, okay. Da waren wir schon, aber damals sind wir hier nicht weitergekommen. Und uns dieser Pass fehlte. Aber es gibt ja auch so noch genug Bereiche, nehme ich an, die es zu erkunden gibt. Es fehlt mir ja immer noch diese komische Hitzefähigkeit. Ist das, wo das Vieh abgeschossen worden ist. Da ging es nämlich hier nicht weiter, wenn der fehlenden Pass. Ja, ja, ja. So langsam nimmt das Ganze Formen an. Jetzt, wo du dran gehen sollst, ne? Und fällt der da rum. Heat Shielding Equipment verfolgt. Bei Maschinen ist ja. Hört sich gut an, aber das Ding haben wir noch nicht. Jetzt wird es so langsam interessant. Jetzt, wo du das Ding machen sollst, mach das Ding. Das ist ja ganz am Anfang, ich lach mich kaputt. Kann ich den ganzen Scheiß wieder neu machen? Ha! Leute, ich breche wieder ab, ich melde mich später wieder. So, willkommen zurück. Ich bin jetzt wieder den Weg zurückgegangen und auf dem Weg habe ich noch so ein paar Sachen abklabustert, die ich eben übersprungen hatte. Bislang eigentlich noch nicht viel gefunden, ne? Außer hier das. Das sieht mir ein bisschen anders aus als vorhin. Also habe ich wieder
die Aufnahme gedrückt. Oh. Schnell weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sieht nicht gut aus, ne? Bauen wir erstmal unsere Energie was auf, bevor wir da gleich wieder in diesen komischen Nebel geraten. Aber das scheint nur so eine Dekontaminationskammer zu sein. Dekontamination. So. Ja, sieht nach einem Labor aus. Oh Gott, was ist das? Lass mal gucken, wo sie sonst noch hingeht. Oh, schade, kann man nicht zerschießen. So, wollen wir alles auffüllen. Aber mehr war hier nicht. Okay. Also muss es hier oben weitergehen. Schießen von den Dingen. Oha, oha, oha. Ja, hier können wir wahrscheinlich wieder was aufbauen. Aber ich kann nicht, weil ich zu wenig Flocken habe. Aber das würde ich mir eher aufheben für Munition. Weil was hier alles abgeht. Oh! Ach du Scheiße. Ha! Ding jetzt hin. Hey. Dass hier auch was Vernünftiges zu holen gibt, nach all diesem Aufwand. Da kommen wir nicht durch wie in dem Scheiß hier. Toll. Wieder so ein Messer. Heatschild. Ja, da haben wir es endlich. So muss das sein. Jetzt kommen wir auf jeden Fall an dieser komischen Stelle auch endlich mal wieder weiter. Ja, sehr schön.
Lustig, okay. Dann hätten wir ähnlich hängen müssen. Komm da wieder in diesen Modus rein, mein Lieber. Oh, ich krieg einen Pass geschenkt. Davon hey, irgendwas hat sich wieder aktiviert. Vielleicht ist das der Weg für Feigling. Sicher, ob ich hier überhaupt hinten muss. Kann auch sein, dass ich mich vertue. Toll, wenn er sagt, das hier gibt's ja nicht mehr. Na gut, komm mal ab.
interessieren, wo geht's denn hier hin? Upgrade, ne? Okay. Munition. Das ist nicht so weg. Oh, jetzt sollst du schießen, jetzt macht er irgendeinen Schrott. Ich habe eindeutig die falsche Waffe. Ja, roll dich, roll. Ah, mach dieses Rattel. Okay. Hey, mein Power. Darf nicht wahr sein, jetzt ist es auch noch weg. Tja, ich weiß noch nicht, ob hier der linke Weg der richtige ist. Aber ich sehe da Power. Wohl nicht so sein, jetzt sei denn, ich kann hier rausrollen. Hoi. Boah, es wird auch nicht nur, also hier zu diesem Level quasi gehören, sondern das wird ein Bonus irgendwas sein vielleicht. Auf jeden Fall eine andere Farbe und von da. Ah, geh doch da einfach dran und kletter diesen Scheiß hoch. So, und da mache ich nur nicht mit, weil ich nicht weiß, wo das hingeht.
Naja, fliege ich wieder irgendwo raus und komme nie wieder zurück. Und dann kann ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Also nehmen wir den rechten Weg. Ja, lass los. Und jetzt macht das Rad. Genau. Die Frage, kann der da überhaupt rein? Darf der da überhaupt? Oder ich bin lieber drin. Oder flieg lieber drin, oder? Auf jeden Fall nimmt man Schaden. Man darf da nicht rein. Okay, das war schon beschadet. Aber auch hier wieder die Frage, links oder rechts? So, oder was? Was ist das? Omega Retribution Device Challenge Key, um Gottes Willen. Tja, bis ihr den entschlüsselt habt, ne? Das ist ein Gebäude. Ich drück mal den Knopf. Du Scheiße! Habe ich das Vieh besiegt und bin trotzdem hin. Oder so.
Hause und ich darf hier arbeiten. Das erinnert mich an was. So ihr Lieben, ich glaube ich habe es gefunden, wie es hier weitergeht. Ob es Richtung Ende geht, weiß ich nicht ganz genau. Es könnte sein, wenn es so wäre, wäre es aber gemein. Ja? Weil ihr findet das nicht so auf normalen Wegen. Ja, was ich sagen, wie gesagt, ich bin hier mal reingestolpert, um zu gucken, wo es hier weitergeht. Durch Zufall eigentlich nur, ne? Weil wie gesagt, wenn man das normal spielt, wird man sich dumm und dämlich laufen und nichts finden. Die Geschichte ist ein bisschen ja, versteckt und so. Und wenn das sich bewahrheiten sollte, wie ich mir das so gerade vorstelle, dann, wie gesagt, ist es sehr gemein. Na, was sind denn das für Viecher? Weil ich kann euch das mal zeigen, ne? Oder? Verrate ich dann zu viel? Keine Ahnung. Ich könnte euch ja mal zeigen, wie es auf der Karte aussieht. An der Stelle ist das. Aber ihr Lieben, wie ihr da hinkommt, ist ein bisschen, wie gesagt, tricky. Weil, ja, das halt auf normalen Wegen nicht zu erreichen ist. Ne? Also es ist schon, ne, ihr seht da, ich bin ja auch hier, aber ich meine es so vom Prinzip, könnt ihr euch da ablaufen und lauft dran vorbei, ne, weil ihr das nicht bemerkt. Das ist zwar nicht so wie ein Geheimgang, aber das ist eine Geschichte, da achtet ihr nicht drauf. Ne? Also wenn ich nicht durch Zufall da eine bestimmte Aktion ausgelöst hätte, an dieser Stelle, beim Bekämpfen eines Gegners, dann wäre mir das gar nicht aufgefallen. So, was haben wir hier noch? Ich sehe gar nichts.
Ja, das hätte ich schon mal gerne wieder alles volle Fülle. Hey, machst du das mit voll? Ja, das wollte ich gesagt haben. Ihr seht das mit diesem Heavy Plasma, ne? Das Ding hatte ich eben auch noch gefunden, und zwar direkt am Anfang in diesem Level. Ich war mir aber nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ich hatte nämlich jetzt einen Tag lang Pause. Aber ich meine, das wäre die erste Waffe gewesen, die dieser neue Gegnertyp fallen gelassen hat. Und ich war mich eben am Wundern, warum das noch nicht dargestellt worden ist, an dieser Stelle, wo er jetzt ist. Aber wahrscheinlich war es, weil es noch leer war oder so. Keine Ahnung. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir ja schon mal rechts gehen. Oh, was ist das? Eine lange, lange Treppe. Ich gucke aber erstmal, was hier unten ist. Viechern hier rumkämpfen. Die Waffe ist natürlich wieder länger. Können wir mal die neue probieren hier, diese Plasma. Mal sehen, was hier noch. Wehe, ich habe jetzt da keinen Zusammen. Doch. Ganze Haus ist wieder Highlight hier. Aber diesmal werde ich das nicht rausschneiden, ihr Lieben. Weil es ist eben so. Ich habe so den Eindruck, das geht hier Richtung Ende. So, das ist wohl kein Aufzug hier, sondern denke ich mal eine Treppe, oder? Oder auch nicht, dann fliege ich halt da hoch. Oha, was ist das? Sieht auf jeden Fall lustig aus. Jetzt wollen wir nicht mehr weiter.
glaube, ich drehe die Videos demnächst wieder tagsüber, wenn keiner zu Hause ist. Ist ja immer irgendwas anderes. Toll. Wie gerufen, ne? So, ihr Lieben, wo geht's jetzt hin? Ja, dieses komische Teil. Mal gucken, wenn man das auch an die Tür kriegt. Jo. Stärker ist als die Standardgeschichte. Ja. Natürlich. Ja, also ganz klar. Tja, was nehme ich denn da? Dann halt mich dann ein, ich komme bis dann. Also wenn hier irgend so ein Vieh als Oberboss sitzt, würde ich einfach behaupten, dass er an der obersten Stelle steht oder sitzt und wartet, ne? Würde ich einfach mal so behaupten. Scheiße. Ja, ich brauche eine andere Waffe, Leute. Ich komme da sonst nicht weiter. Irgendwie noch was aufführen können. So, jetzt will ich aber wieder eine andere Waffe haben. Das ist mir zu kompliziert mit den Raketen. Zu zielen, ne? Also je nachdem. Da oben ist Omega. Habe ich denn überhaupt einen Omega-Schlüssel? Wahrscheinlich nicht, ne? Scheiße. Dann war das natürlich auch schon wieder zu früh im Leben. Jetzt heißt das scheiß Ding immer noch zu suchen. Thank you.
So, was habe ich noch an Waffen da? Nicht mehr viel. Was ist das? Toll, okay. Ah, ein paar Sachen fallen da raus. Das ist ja nett. Was ist das Ding da? Bringt mir aber nicht viel. Nämlich gar nichts. Also blasen wir doch mal den linken Bereich noch auf. Ja, warum nicht? Tada! Omega-Pass. Damit können wir ja jetzt was anfangen an der anderen Stelle. Sehr schön. Also wieder zurück. Ach komm. Schuss. Die ganzen Viecher. Zu kurz. Ah, jetzt muss ich mal warten, bis wieder Fuel da ist. So, das wird so gleich. Weiß gar nicht, wo ich da was. Hier wollen wir den Computer. Ah, ich muss wieder ganz nach oben. Jo. Omega Pass, ihr Lieben. So, jetzt brauche ich aber erstmal wieder. Ich schlafe durch die Waffen. Uiuiui, das scheint der Endkampf zu sein. Mit den Waffen, das ist super kacke. Echt.
geschaut. So, jetzt ein Witz. Um Gottes Willen. Tja, wo soll ich hin? Zurück? Kann ich hier nicht einfach wegfliegen? Scheinbar nicht. Okay. Oh, 91%. Ja, ich habe ein paar Bereiche wohl ausgelassen, am Ende vor allen Dingen. Thank you.
Tja, ihr Lieben, das war ein hartes Stück Arbeit. Muss man schon sagen. Aber jetzt habe ich das quasi, ja, will nicht sagen aus der Füße, aber ich kann jetzt beruhigt an den Testbericht gehen. Die ganze Geschichte in schriftlicher Form. Noch einmal für die Digital Talk aufarbeiten für die Ausgabe 104, die im ja, Dezember, zum Heiligabend, ne? 24. Dezember erscheinen wird, könnt ihr quasi die ganze Geschichte nochmal nachlesen. Oder beziehungsweise das Testurteil, ne? Wisst ihr, was ich meine, ne? So vom Prinzip. Ja, ich glaube, das war's. Drücken wir noch mal ein paar Knöpfchen. Empty Slot. Was passiert denn, wenn ich jetzt Continue drücke? Ja gut, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich denke, das wird ja auch wieder ein sehr umfassendes Video werden. Und ja, verabschiede mich da quasi. Ne? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.